Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Und der Thompson. Servus. Und wir haben Strom. Ah ja, so wunderbar. Das ist eine Neuigkeit. Ja, 4 Gigawatt. Gesundheit. Sorry. Das musste raus. 4 Gigawatt. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, ich bin begeistert. Oh, das tat weh. Laser explodiert. Ja, so ein bisschen. Dann brauchen wir jetzt hier einen. Den einfach so nah ran wie möglich. Hätte ich auch machen können, ne? Dann spare ich auch nochmal Platz. Naja, jetzt. So, warte mal. Dann machen wir jetzt erst die Gießerei. Machen wir erstmal so hin, dass sie. Wo ist die Gießerei? Kann ich hier noch davor den Schmelzofen papsen? Passt. Halt dahin. Toll, super. Naja, gut. Was hast du denn angestellt? Ich habe nichts angestellt. Bin noch kein Angestellter. Oder Ansteller? Wie nennt man denn die Leute, die was anstellen? Ansteller? Angestellte? Ungelenk? Sagst du selber. Na toll. Wir sind gerade höchst konzentriert, merkt ihr gerade, ne? Keiner redet so richtig. Irrsinnig. Ich baue da noch die eine Sulfurleitung um. Weil wir haben ja unterm Kraftwerk eine Sulfurleitung laufen. Immer unterm Kraftwerk laufen? Eine Sulfurleitung. Was sind denn das für Scheiße hier? Mann, was ist denn das für ein Dreck? Diese Sprache, bitte. Was? Diese Sprache, was soll denn das? Welche Sprache? Ja, ganz zivilisiert. Oder sagst du einen Scheißdreck? Wieso ist denn das jetzt wieder. Oh. Ich glaube, es läuft nicht. Was läuft? Ich glaube, es läuft bei dir. Ja, eben nicht. Mit Schönbau hatte ich hier nichts mit zu tun, was ich gerade betreibe. Also das kann man definitiv nicht behaupten, dass das hier mit Schönbau zu tun hat.
Warum ist das noch nicht so weit unten? Natürlich reicht es nicht für ein Förderband. Was reicht für ein Förderband? Na, die Materialien, die ich mit hab. Oh. Was funktionieren soll, ne? Ja, sehr schön. Das funktioniert sogar. Was musst du denn hier machen? Du musst Eisen machen, ne? Eisenbahn. Ach, Strom brauchst du auch. Hätte das gedacht, dass du Strom brauchst? So. Ich hab Qualm. So. Und da Eisenbahn ran und dann kommt hier sozusagen der Effekt. Die Kugeln müssen hier erstellt werden. So. Okay, dann habe ich das doch schon mal jetzt so einigermaßen hingefriemelt. Und dann ist hier der Ausgang so ziemlich nicht mittig, aber fast. Kriegen wir dann hingezaubert. Kannst du hier rüber gehen? So. Gucken wir mal, was auf der Seite damit machen. Alles klar, Herr Kommissar. Da könnten wir vielleicht noch einen Bunker dazwischen bauen. Was? Nur klar. So. Alles okay? Was? Nein. Alles okay bei dir? Nee, gerade nicht. Wieso? Ach, nur so. Hat sich das angefühlt, als wenn alles okay wäre? Nein, nicht. Niemals. Als wenn bei mir alles okay wäre. Das ist ja. Ach ja. Ach, ich hab euch auch gern. Ja, das freut uns. Wir sind schon eine lustige Truppe, gell? Auf jeden Fall. So. Ja, so kann man das auch bezeichnen. Wie würdest du es denn sonst bezeichnen? Eine Chaos-Truppe. Ja. Deine Truppe sind wir nicht. Das ist. Nein. 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 Oder? Hm. Ah, ja, schön, ja, gut. Nee, toll, dass es dich gibt. So, machen wir hier noch eine Gießerei hin. Klick. Ich flieg in letzter Zeit sehr viel in der Hypertube hin und her. Oh, das macht nichts. Ich stecke mal in die falsche ein. So. Geh da mal hin. In der Hypertube hin und her fliegen. Das ist doch ganz toll. Ja, generell so schon. Na siehst du, dann ist doch alles cool. Cool McCool. Kennt ihr noch Cool McCool? Ne, Cool McCool kennt ihr nicht, ne? Nö. Nein. Cool McCool. Also, wer baut denn das so schief? Das gibt's doch immer nicht. Was ist denn mit dem nicht richtig? Lass mich raten, du warst das? Nein. Immer noch so schief. Sag mal, was ist denn nicht richtig mit mir? Alles? An welcher Stelle hakt es denn gerade? Kann doch nicht so schwer sein.
Oh. War noch gar nicht so schwer. Tat doch fast gar nicht weh, oder? Aber gegen die MK4 Conveyor Belts kommt man fast gar nicht mehr an, wenn man dagegen läuft. Erstens, warum sollte man es tun? Und zweitens, warum machst du es? Ja, weil ich kurz als Brücke benutzt habe. Ach, was hat er denn da wieder gebaut? Manchmal ist es einfach, es ist einfach nicht so. Der jetzt wieder? Oder wieder? Meieieieiei. Eins. Zwei. Und nicht so hoch wie drei? Oh. Was ist das für eine dreiste Scheiße? Noch nicht. So, okay, dann du jetzt Silberkugeln bitte machen. Braucht ihr eigentlich irgendeine Hilfe dort oder was kann ich machen? Weil sonst würde ich hier weiter ausbauen. Wir müssen hier auch ausbauen. Da wir hier schon festgestellt haben, dass mir nicht zu helfen ist. Weiß gar nicht warum. Warum dir sowas, nicht zu helfen ist? Nee, warum ihr sowas sagt, dass mir nicht zu helfen wäre. Das ist ja dann doch ganz schön gemein, wenn ihr sowas zu mir sagt, ne? Ja, aber das wusstest du von Anfang an, dass wir gemein sein können. Aber unter der Prämisse habe ich doch euch nicht eingestellt. Achso. Was? Wir sind eingestellt? Ja, naja, also. Da wirst du doch, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, ey. Das gibt es doch nicht. Da drücke ich einmal auf die Ende. Was denn? Ach Mann, ich komme nicht klar mit mir selber. Also wir haben jetzt ungefähr schon 380 von den Sternen. Von den Sterndekorationen. Das ist sehr schön. Ja. Dich auch. Oh verdammte Kacke, ist dein Ausgang. Wo ist der Ausgang? Gibt keinen. Du entkommst hier nicht. Ah ja. Dann ist mir das jetzt auch aber absolut scheißegal. Wie sieht das Licht jetzt aus? Darf ich bitte mal... Wieso ist denn nichts mehr auf der 1? Vielleicht hast du Alt und gescrollt. So, Alt gedrückt. Nein, dafür, nein, wenn man. Wenn man am MK4 Förderband in die Richtung läuft, ist man super schnell. Mhm. Bidi. Gonzales. Bidi Gonzales. So, okay, silberne Kugeln haben wir. Mal B hier, wir Bunzel. Der Duster wie ein Bärenarsch hier drin in dem Laden. Ja, es gibt leider keine Lichter. Das sieht aus hier, nee, als wenn das so ein Erstklässler zusammengebaut hat. Egal, so ist es halt. So. Erstklassige Arbeit eben. Ja. Sozusagen. Naja, wir wollen doch die Erstklässler nicht beleidigen mit meiner Baukunst. Lassen wir das lieber. So, gut, jetzt muss ich den ganzen Quatsch hier nochmal bauen. So wie ich drei gebaut habe, damit ich das hier da einigermaßen dann auf einer Höhe habe. Lalalalala, Produktion. Schalala. Was? Wer? Schalala. Wer ist das denn? Kennst du einen Herrn Schala? Nö. Warum nicht?
Endlich habe ich mal gleich den richtigen Aufzug genommen. Glückspilz. Ich weiß immer noch nicht, wer die Aufzüge da so gebaut hat, aber das ist echt fürchterlich. Dann müsst ihr mit dem Konstrukteur nochmal reden, dass er das ein bisschen schöner macht. Ich wäre ja dafür, dass es so ein bisschen überkreuzt. Es ist so dunkel hier. Ah, ja, Baby Bunzel muss ich drücken. Baby Bunzel, ja. Baby Rapunzel. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel, mach deine Taschenlampe an. Was? Rapunzel, mach deine Taschenlampe an? Was ist denn für ein Blödsinn? Rapunzel hat doch gar keine Taschenlampe in der Tasche, oder? Hat die eine Taschenlampe in der Tasche? Nein. Also nicht, vielleicht schon. Die hat doch so lange Haare gehabt, oder nicht? War das nicht so ein Langhaar-Zombie? Ah, Zombie jetzt nicht gerade, aber lange Haare schon. Kein Zombie? Naja, ihr wisst schon, was ich nicht meine. So ein Hippie. Ach, lass mich doch zufrieden, ey. Schön, das produziert noch. Wie viel fehlt uns noch? Oh! Eine Zombie. 44 fehlen uns noch, dann haben wir den Space Elevator Level fertig. Hm. Was? Ach, den richtigen Abgang genommen. Juhu! Hackerman. Mehren sich die richtigen Entscheidungen. Ach, das ist wie so eine Nuss gefressen. Die Richtung stimmt. Gut geschmeckt. Nee, leider nicht. Schade. Manchmal bin ich auch einfach nur dämlich. Ja, Himmel. Das ist das, was ich an diesem Spiel abgrundtief hasse. Liebe. Nein, hasse. Ich hasse diese Baumechanik. Ich hasse es einfach nur. Mhm. Diese Unübersichtlichkeit beim Bauen, das ist für mich der absolute Graus. Ja, man muss sagen, der 3D-Space... Rein nicht, ich rede normal. Der 3D-Space macht schon mehr Unübersichtlichkeit als jetzt bei Factorio. Was? Du sagst, du schreist nicht? Was, wie laut das gerade war? Die Autos, ja. Dass die eine Dreiviertelstunde dauern, die aushilft. Na gut, das Ganze ist hier ja noch im Early Exit. Das ist eins das Gute, was man dazu sagen kann. Uiuiuiuiui, TV. Nee, also dieses, also das 3D-Bauen und das dann, wenn du denn irgendwas baust, diese ganzen Pfeile, sonst irgendwas und dann Striche und Linien und und du willst es ja irgendwie an irgendwas ausrichten, aber dann hast du genau die falsche ausgewählt und Die sind einfach chaotisch bauen. Da freut sich wer. Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch noch nicht, warum.
Das hat sich mir jetzt noch nicht erschlossen, warum er sich da so freut drüber. Aber gut, so machen, so ist er halt, ne? So ist er halt, unser allerliebster Pommelidi Thompson. So mögen wir ihn ja auch. Echt? Nein. Wollt ihr nicht so aus? Ich enthalte mich mal. Oh je. Oh je. Brauch hier demnächst dann auch mal wieder die Kettensäge. Oh, Kettensägenmassaker 3. So ähnlich. Oh, hier ist nochmal ein Krater. Was ist das, ein Krater? Ein Krater. Kraterkater. Natürlich nicht. Wer hätte auch erwartet, dass ich auf Anhieb die richtige Höhe baue? Gib bitte die goldenen Kugeln, danke. So, mache ich hier noch einen Pufferspeicher. Ja, machen wir hier noch einen Pufferspeicher hin. Geh mir doch nicht auf den Puffer, du Speicher. Reden wir nicht wieder drüber, ne? Gut. Dann brauche ich jetzt einen Merch. Ist ja nicht. Ein Merch. Wenn das jemand wüsste, worüber wir hier reden. Das ist ein Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Wenn das jemand hören könnte. Ja, zum Glück zeichnen wir das nicht auf. Ja, aber Wahnsinn. Das wäre eine Katastrophe. Ach, apropos, habe ich die Aufnahmetaste gedrückt? Besser nicht. Nee. Besser nicht, sagt er da. So. Gut, aber weil ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, musste ich sie ja nochmal drücken, ne? Damit die Aufnahme von aus einer Aufnahme eine nicht mehr Aufnahme wird. Nee, wie? Was? Also eine. Was ist denn das denn? Eine Abnahme? Man weiß es eine nicht. Gestoppte Aufnahme. Oder eine fertige Aufnahme eigentlich. Eine gestoppte Aufnahme, eine fertige Aufnahme. Ein Film sozusagen. Bin ich hier irgendwo gefangen von mir selbst. So. Ich spring mal ganz kurz hier oben auf den Container und dann gucken wir uns das mal an, das Chaos, was wir hier gebaut haben. Das sieht alles krumm vor quer aus, aber es scheint zu funktionieren. Schön ist anders. Aber das wäre ja auch selten. Wir haben schon 413 Sterne. 413 Sterne, wir brauchen noch dann demzufolge 87. Ui, und ich habe hier immerhin schon mal die silbernen und goldenen Kugeln gebaut. Das hat jetzt aber auch, das war auch eher meine schwere Geburt, würde ich sagen. Macht aber nichts. Manchmal sind die schweren, die Boten auch die schönsten. So, dann, nee, schön ist das ja auch nicht. Egal, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.